Hallo und willkommen bei Modelis. Hello and welcome to Modelis. Today we're starting with the build of the T45 Turbine version. Heute fangen wir mit der T45 Turbinenversion an. Als erstes machen wir den Heckspand, der das Schubrohr hält. The first thing we do is a bulkhead for the tail, which holds the truss tube. We are drawing the circles directly on the wood. Wir zeichnen die Kreise direkt auf das Holz. Es sind drei Kreise. Die äußere Begrenzung, die innerste ist der Umfang des Strahlrohrs und einen genau in der Mitte. There are three circles. The size of the fuselage is the most outer one. The size of the truss tube is the most inner one. And one circle in the middle. Zuerst schneiden wir den innersten Kreis heraus und dann das gesamte Werkstück. First we cut out the inner circle and then we cut out the whole piece. Danach wird das Material zwischen dem inneren Kreis und dem mittleren angezeichneten Kreis bis auf drei Haltepunkte abgetragen. Then we remove the wood between the inner circle and the mid circle just to keep three points which holds the truss tube.